So, jetzt kommt ein a-Moll-7. Ein a-Moll-7 ist auch herauslösbar aus einem ganz normalen a-Moll-Akkord. Den greife ich hier mal. Viele kennen den wahrscheinlich schon. Ein ganz normaler a-Moll-Akkord wäre natürlich die leere a-Seite. Dann eben halt Mittelfinger, zweiter Bund, D-Seite, das E. Dann der Ringfinger, zweiter Bund, G-Seite, das A. Und der Zeigefinger im ersten Bund auf der H-Seite, das C. So, und wenn ihr jetzt einfach den Ringfinger wegnehmt und die G-Seite leer spielt, das G ist nämlich die kleine Septim, ausgehend vom A, dann haben wir einen a-Moll-7-Akkord. Super cooles Ding. Es gibt eine kleine Variante noch, die habe ich jetzt in meinem Griffdiagramm nicht aufgeschrieben, weil es eigentlich nur eine logische Nummer ist. Ihr könntet das G auch noch hier im dritten Bund auf der hohen E-Seite mitspielen. Ne, dann habt ihr das G oben liegend. Das ist aber kein anderer Griff, sondern nur eine Variante. Ne, das ist hier die normale. Wie gesagt, für einen normalen a-Moll-7 brauchen wir nur den Mittelfinger im zweiten Mund auf der D-Seite und den Zeigefinger im ersten Mund auf der H-Seite. Ja, ne, und wenn man möchte, kann man den kleinen Finger auch noch auf dem G auf der hohen E-Seite spielen.